Hallo und herzlich willkommen zum Test der Bodennebelmaschine MB60 Eis von Eurolight. 600 Watt Heizelement, 2 Kilogramm Eis können rein. Ich habe das auch schon mit Coolpacks versucht, aber das funktioniert nicht so gut wie mit ganz normalen Eiswürfeln, die ich mir über die letzten Tage selbst gemacht habe. Jetzt muss man ein bisschen hier sich einen abdrehen. Was ich auch sehr merkwürdig finde, ist, dass auf diesem Deckel ein Tragegriff ist und nicht irgendwie dort, ja, wo es doch etwas stabiler wäre und etwas schöner wäre vielleicht zum Tragen. Aber gut. Das ganze Ding ist innen drin sehr gut abgedichtet, sodass kein Wasser rausläuft. Hier ist ein Ablasshahn, den sollte man auch benutzen, denn wenn das ganze Eis hier drin sich aufgelöst hat und Wasser geworden ist, dann würde hier auch das Wasser tatsächlich rauskommen. Hinten ist eine Nebelmaschine und ein Lüfter. Das bläst den Nebel durchs Eis, der dann gekühlt rauskommt. Ich mache jetzt mal an. Man sieht einen sehr schönen Eiswasserfall, den ich hier auch noch sehr gut beleuchten kann mal. Der Schatten ist auch sehr schön. Und wir haben Bodennebel. Und wir sehen, der Nebel steigt auch gleich auf. Das war genauso, als die Maschine eben noch auf dem Boden selbst stand. Ich mache mal jetzt richtig Power. Das sieht schon ziemlich gut aus, wenn die Maschine etwas höher steht. Plus man kann später besser das Wasser ablassen. Und hier ist der Bodennebel. Na, das ist doch schon was. Also, mit 2 Kilo Eiswürfeln, richtig schöner Bodennebel. Es ist gar nicht so schlecht, dass es draußen noch ein bisschen hell ist. Da sieht man den Bodennebel auch. Ich kenne das allerdings so, dass Bodennebel dann nicht so schnell aufsteigt. Hier sieht man schon, der steigt auf. Und ja, was soll das? Also ich dachte, ich kaufe hier was für Bodennebel. Und schon steigt es auf und benebelt eigentlich das ganze Zimmer. Jetzt ist hier überall schon Nebel. Überall Nebel und am Boden ist gar nichts mehr. Na gut, also meine Lösung ist, das Ganze mit diesem wunderschönen Timer so einzustellen, tatsächlich auf Dauerbetrieb, aber ganz, ganz wenig Output. So dass ich dann hier immer so einen kleinen Nebelwasserfall habe. Gut, vielleicht ist der Raum auch nur zu klein. Vielleicht ist es bei Bühnen, bei großen Bühnen auch so, dass der Nebel irgendwann aufsteigt. Aber da geht er dann über die Bühnenkante und löst sich vielleicht doch auf, bevor er aufsteigen würde. Ich denke, es ist schon ein ganz schöner Effekt. Ohne Eis kann man das Ding natürlich ganz normal als Nebelmaschine benutzen. Es funktioniert auch besser, als wenn man sich sowas selber baut mit Nebelmaschine und dann einem großen Tupperwaren-Teil mit Eiswürfeln drin. Aber irgendwie der Nebel bleibt wirklich nur im ersten Moment auf dem Boden und das finde ich ein bisschen schade. Ja, weitere Tests bei lichteffekt.me.